Honecker war so in der Mitte, schätze ich. Aber das sind alles nur Mutmaßungen eines Menschen, der mit diesem Pack keinerlei direkten Stoffwechsel haben konnte. Ich habe wie alle anderen auch gelernt, das Neue Deutschland zu lesen, das Zentralorgan der Partei, wie wir erotisch gespottet haben und wie sie sich auch selber nannten. Ne? Das könnten Sie als Westmensch mit Ihrem Gehirn nicht leisten. Sie haben andere Fähigkeiten, aber die nicht, nämlich zwischen den Zeilen zu lesen in einer Zeitung, vor allen Dingen das lesen, was nicht drinsteht. Das lernt man im Westen nicht. Da gibt es andere Raffinessen, aber die nicht. Ne? Alleine die Frage, ein Gruppenfoto mit Honecker, okay? Jedes dritte Neue Deutschland, wie der Zufall so spielt, hat auf der ersten Seite natürlich ein Gruppenfoto dieser verdorbenen Greise der Parteiführung. Wer steht in der Mitte? Einmal dürfen Sie raten, unser Genosse Honecker, der auch in der Mitte Ihres Filmes hier steht. Okay? So, und jetzt wird es interessant. Wer steht neben ihm? Eine Stelle neben ihm war immer sicher. Hermann Axen. Haben Sie den Namen gehört? Kulturfunktionär. Auswärtige Beziehungen. Der war für Außenpolitik. Sie dürfen das vergessen. Da haben Sie überhaupt nichts verloren. Das, verstehen Sie? Das sind doch heute schon wie Fliegen im Bernstein. Und wenn Sie die Fliege im Bernstein sehen, da wollen Sie auch nicht wissen, ob die Susi hieß oder ob sie für Außenbeziehungen oder Innenbeziehungen der Fliegenhorde verantwortlich war. Sie sagen nur, ach guck mal, da ist eine Fliege drin. Sehr hübsch. Ne? Und dann wird das geschliffen und Sie hängen es Ihrer Frau um den schönen Hals. So, also viel wichtiger, als ob er für Innen, Außen oder sonst was verantwortlich war. Er war so potthässlich, dass es schon wieder zum Lachen war. Er sah aus wie eine zertretene Qualle. Schrecklich. Eine Fresse. Man könnte gehässig sagen, wo das Wesen dieses Packs wunderbar ideal zur Erscheinung kam. Und der durfte immer neben Honecker stehen. Warum? Das ist jetzt meine Gehässigkeit natürlich. Will sagen, ich weiß es auch nicht. Aber so haben wir das betrachtet. Man macht sich ja so seine Gedanken. Na, der durfte neben ihm stehen, weil jeder Mensch, selbst Sie und ich, der neben dieser zertretenen Qualle steht, sieht aus wie ein Filmschauspieler aus Hollywood. Der sieht prima aus. Das wollen wir doch alle, ne? Die wirkliche Dynamik im Politbüro haben wir damals dann gespottet, besteht darin, nicht ob diese oder jene Politik richtiger oder falscher ist, ob der Klassenfeind so oder anders bekämpft werden soll, sondern der wirkliche Kampf ging in der Gruppendynamik des Politbüros darum, wer darf auf der anderen Seite stehen, neben Honecker. Denn der eine Platz war ja schon festgelegt.